Die Boxen gehen auf für das einleitende Rennen des Tages. Herzlich willkommen, Ostsächsische Sparkasse Dresden, für die Youngsters über 1500 Meter. Das Feld formiert sich zu Beginn der Gegenseite. Nach vorn strebt hier New Fortuna die Spitze mit anderthalb Längen Vorteil. Dann sieht man die Farben von Librettista, die Gastute aus Bulgarien, dann Kulense Gang aus Nonhalema. Francine, dann Seewolf und ganz hinten, aber dicht dabei ist die 6 Anima auszumachen. Das Feld in recht kompakter Formation für die Youngsters unterwegs im Schlussbogen, im Dobritzer Bogen, mit Vorteil von New Fortuna. Dann sieht man die Farben von Librettista auf dem zweiten Platz, etwas Luft dann zum dritten Pferd, das ist Seewolf von Nonhalema, dann Francine und so geht es dann auch gleich hier in der Geraden spannend weiter. Mit Vorteil von New Fortuna ist noch vorn, aber außen erscheinen jetzt die Farben von Librettista, die Stute aus Bulgarien. Gemeinsam erreichen die beiden die Geraden. Jetzt noch bis zum Pfosten 400 Meter vorn, erstmal ein Zweikampf. Jetzt kommt noch außen Seewolf mit dazu, aber vorn ist erstmal die Nummer 4 ausgerissen, Librettista. Das müsste vielleicht gehen, kann sich ja sogar leicht lösen von Seewolf und dann geht es mit Anima auf dem dritten Platz weiter. Aber vorne ist alles entschieden. Ein bulgarischer Erfolg im ersten Rennen durch Librettista hat gewonnen vor Seewolf. Dann folgt die 6 Anima und Halema und dann schließlich Run and Fire. Abstand. Wir müssen Bulgaren auf der Bahn sein. Naja. Meine Damen und Herren, die Reihenfolge erst einmal vorläufig, das kennen Sie, wenn Sie des Öfteren hier in Dresden-Seidnitz zu Gast sind. Erstes Rennen, herzlich willkommen, Ostsächsische Sparkasse Dresden. Für die Youngsters Rennstrecke war 1500 Meter. Es gewinnt die 4, Librettista, geritten von Thomas Spitala. Zweites Pferd die 2, Seewolf, auf dem dritten Platz die Programm Nummer 6, Anima. Noch einmal die ersten 3 vom ersten Rennen vorläufig. Es siegte die 4, Librettista, vor der 2, Seewolf und der 6, Anima. Damit ein bulgarischer Erfolg für Kalimatzi Librettista.